Willkommen beim Erzählt in Burbach. Ja, unser alter großer Siegerlandring, der musste ja leider abgebaut werden, weil die Räumlichkeit nicht mehr zur Verfügung stand. Und nachdem dann die ganzen Kisten da so ein, zwei Wochen bei mir gestanden haben, hat mich einfach das Verlangen gepackt, nochmal irgendwas Neues zu machen. Und zwar war die Idee, ein möglichst kleine, aber vollständige Bahn zu machen, die richtig Spaß macht, die nicht zu teuer ist, wo der Platzbedarf relativ gering ist, ich aber trotzdem soweit alle Funktionen habe, die man so braucht. Ja, ihr habt gerade meinen Hund gesehen, der ist irgendwie nicht so begeistert von den fahrenden Autos, aber da muss er halt durch. So, und da habe ich diese Bahn gebaut, ja. Die ist tatsächlich kleiner wie die Aufbaumaße von einer normalen Starterbahn, macht aber viel, viel mehr Spaß und ist auch viel interessanter gestaltet. Ja? Und damit ihr das noch ein bisschen besser seht, halte ich euch mal hier gerade das in Bild, damit ihr das seht. Also wir haben 7,70 Meter auf einer Stellfläche von 2 Meter mal 1,30 Meter. Die Slots sind gleich lang und vorab, also ich habe mir das Layout nicht ausgedacht, das habe ich im Internet gefunden bei Smart Race, da gibt es ja so Streckenvorschläge. Ich habe das ein bisschen verändert, aber nicht viel was. Und wie ihr seht, die gelben, das sind normale K1, die ihr alle habt. Und dann haben wir noch K2, K3 und K4, damit es ein bisschen interessanter wird, ja. Aber man könnte da zum Beispiel auch für 132 ohne Randstreifen machen, dann sind wir ein bisschen schmaler und nicht ganz so tief, wobei da bei der Tiefe nicht viel was ausmacht, aber dann sind wir nochmal so 10, 15 cm schmaler und es sieht sogar ein bisschen übersichtlich aus. Die Teileliste habe ich auch hier, die verlinke ich irgendwie oder schreibe ich in der Teile rein oder so, irgendwie mal gucken, wie ich das mache. Falls ihr auch Interesse habt, das nachzubauen. Wir haben hinten, also hier, haben wir eine Doppelweiche, damit wir auch die Spur wechseln können. Die funktioniert sogar ganz gut. Da vorne ist, davor ist es doch nur eine 1/3 gerade. Aber da man auf dem Track auch nicht so schnell fahren kann, weil er halt so kurz ist, funktioniert die Weiche wunderbar. Wir haben vorne Platz für die Controller, dafür müsste ich euch aber glaube ich schon ein bisschen ziehen. So, da haben wir zwei Dual-Controller und die Control-Unit vorne, also da haben wir alles gut untergebracht. Wir haben auch unser bekanntes Tool, um die Reifen sauber zu machen, falls jemand das noch nicht kennt. Ganz einfach gestaltet, ihr legt das einfach auf die Bahn, ihr nehmt euer Auto, hinten ist so eine Fusselrolle. Stellt das Auto auf die Bahn und gibt dann Gas. Ja, funktioniert das nicht, weil gerade die Smart Race App mit installiert ist und gerade kein Rennen gestartet ist. Aber probieren wir gleich nochmal. Und wir haben hier noch das iPad, wo Smart Race installiert ist, womit ihr euer Rennen dann tracken könnt. Ja? Also, meiner Meinung nach rundherum eine annähernd perfekte Bahn. Ihr habt die relativ schnell aufgebaut. Die ist nicht teuer, wenn ihr die nachbauen wollt, weil wenn ihr schon eine normale Grundpackung habt, braucht ihr eigentlich nur noch die K-Stücke von den anderen Kurven, mit oder ohne Randstreifen, wie ihr das wollt. Und zwar sind das 2K2, 2K3 und 2K4. Und dann braucht ihr nur eine Viertel- und eine Drittel gerade, weil es sonst einfach nicht passt. Ich habe da lang rumprobiert, geht aber sonst nicht anders. So, jetzt setzen wir mal ein Ghost Car drauf und gucken mal, wie die Bahn so fährt. Dafür muss ich aber gerade mal Smart Race ausmachen. Wollte ich nur zeigen, wie das natürlich auch mit Smart Race funktioniert. So, ich hoffe, dass der Hund jetzt nicht ganz ausflippt. So, also von der Bahnführung her ist das quasi eine Doppel-8, die sich sehr smooth fahren lässt. So, dann will ich euch gerade nochmal zeigen mit dem Reifenreiniger. Und zwar, ihr setzt einfach dieses Teil da drauf. Jetzt haben wir das Ghost Car, das fährt ja von alleine. Das gibt Strom, ihr setzt hinten die Reifen drauf und dann können wir das ein bisschen hin und her bewegen. Und dann bleibt der Staub hier hängen.
Chewy. Und die Reifen sind wieder schön sauber und das sollte dann auch für mehr Grip wieder sorgen. Und ihr seht auch sofort, der Wagen bricht nicht mehr so schnell aus. Ja, unsere Perspektive bricht nicht mehr so schnell aus, wie er das eben noch getan hat. Ja? So. So, dann habe ich, da habe ich noch was für euch. Und zwar ist mir das bis jetzt nie aufgefallen, weil wir von der Bahn ein bisschen näher weg waren. Aber wenn ihr so nah an der Bahn unten sitzt, dann ist dieses Lämpchen von der App Control, geht einem ziemlich auf die Nerven, wenn das immer so blinkt. Und auch dieses von dem Wireless. Und deswegen habe ich mir einfach eine Datei aus dem Internet geladen, wo man hier so eine Kiste drumherum macht. Dann sind die fixiert und dann sieht man dieses doofe Geblinke nicht immer, ja. Weil der wirklich nicht so schön ist. So, aber dann wollen wir jetzt auch mal selber fahren und nicht nur mit dem Ghost Car. So, dann wollen wir die Strecke mal zusammen abfahren. Der praktische daran, weil die nicht so lang ist, braucht ihr keine Zusatzanspeisung und ihr bräuchtet eigentlich auch kein Labornetzteil extra. Wir haben es jetzt natürlich dran, weil wir es haben, aber ihr könntet mit der normalen Spannungsversorgung mit dem Netzteil fahren, was bei den Bahnen dabei ist. So, die erste Kurve ist eine langgezogene Rechtskurve, auch sofort schon mit anderen Kurvenradien, damit es ein bisschen interessanter wird. Und hier in dem Mittelpart haben wir dann quasi rechts, links, also auch keine Gerade, die dann allerdings erstmal in eine 180 Grad K1 führt, aber auch das Stück danach, vor diesem Stichstück, wo ich halt leider keine Seiten, Randstreifen mehr hatte, um dann in die Doppelweiche zu gehen. Also ist halt alles schon auch ein bisschen anders und vom Fahren her ein bisschen smoothie, muss man halt schon ein bisschen gucken. Also wir fahren hier in die langgezogene Kurve, dann haben wir hier so eine links-rechts, was auch ein bisschen tricky ist, wenn man relativ schnell ist. Dann ziehen wir uns hier um die normale Kurve rum, haben hier nur eine kleine K1 und könnten jetzt hier an der Stelle wechseln. Und in dem Teil unter euch ist auch wieder eine ganz normale K1 tatsächlich. Und dann bekommen wir hier unter der zweiten Brücke wieder so einen Wechsel. Ja, damit wir vernünftig rumkommen und auch da ist komplett in der K1. Ja. Man kann das aber dadurch tatsächlich vernünftig fahren, um das quasi nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ja. Hier oben auf der oberen Ebene, da haben wir quasi andere Kurvenradien, unten haben wir nur die K1. Das hat aber auch den Vorteil, dass wir halt unten auch mehr oder weniger blind fahren können, weil es halt ein durchgängiger Radius ist. So, und da wir überall Randstreifen verbaut haben, auch unten, also unten auch Innen- und Außenstreifen, braucht man nicht unbedingt, aber besser ist, man hat die überall, dann können eure Autos, zumindest die 124er, halt auch nach links und rechts ausscheren und es passiert nichts. Und wenn ich jetzt mal ein paar Runden fahre, dann seht ihr halt auch, man kann die Bahn tatsächlich schön smooth fahren. Also ihr seht, die Bahn fährt sich wirklich schön, auch mit einer vernünftigen Geschwindigkeit. Ihr müsst sehen, dass er vernünftig um die Kurven kommt und hinten immer das Hundemonster noch überwältigt spricht. Weil er versucht ja immer das Auto zu fangen, sprich ihn einfach nicht abgewöhnt. Aber vielleicht muss er erst noch zu einem Flopper werden, damit er mal damit aufhört. Zack, da war es weg. So, jetzt will ich euch noch meine spektakuläre Unterkonstruktion zeigen. Also im Regelfall ist ja unter so einer Bahn, sieht der immer schlimm aus. Also das habe ich noch mitgenommen aus unserer alten Bahn. Das sind einfach Kanthölzer. Die sind 8x10. Die sind eigentlich ganz gut für eine Überfahrt. Und hier habe ich mir noch so verschiedene Stützen gedruckt. Aber leider
habe ich jetzt nicht mehr genug hingekriegt zu drucken. Ich schätze mal, das werde ich auch machen. Die sind variabel, ich glaube, von 2 bis 10 cm. Da kann man natürlich diesen Übergang ein bisschen smoother machen. Mal gucken, ob ich die noch drucke. Und grundsätzlich ist es so, ihr müsst natürlich sehen, dass ihr relativ flach von dem Stück hier erstmal hochkommt, dass er dann hier in der Mittelschicht die maximale Höhe hat. Also wie gesagt, ich mache die auf 10 cm, dann passt das. Dann in der Mitte müsst ihr die halten, da hinten, und dann fangt ihr natürlich schon wieder an, hier hinten ein bisschen sanfter zu werden. Ja. Damit ihr auch vernünftig noch die Weiche schalten könnt, wobei das bei mir tatsächlich wunderbar geklappt hat. Ja. So, und das Schöne ist tatsächlich, dass ihr diese Bahn relativ schnell auch aufgebaut habt. Also ich würde sagen, wenn ihr wisst, wie sie ist, ja, seid ihr da in 10 Minuten, nee, in einer halben Stunde mit fertig. Und der Abbau geht ja bekanntlicherweise immer schneller. Und bei den Aufbaumaßen von 2 Meter mal 1,30 kriegt die eigentlich jeder irgendwo hin. Das Einzige, was ich hier jetzt nicht mehr reingekriegt habe, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, das ist halt ein Tankplatz. Ja? Den kriege ich hier unmöglich noch hin. Ja, also das ist tatsächlich leider nicht möglich. Aber sonst ist es eigentlich schon sehr gut. Aber vielleicht habt ihr eben auch gesehen, was auch nicht so ganz optimal ist. Da muss man halt gucken, mit wie vielen Leuten man fährt. Bei so einer kleinen Bank vielleicht ja generell auch nur mit 2. Und das ist das Auto, wenn ihr hier durch die Kurve kommt, mit dem Heck da hinten anschlägt. Das ist tatsächlich auch nicht so optimal. Ja, also von daher wäre es vielleicht sogar besser, man würde hier einfach die Schale wegnehmen und würde da eine halbe Standard gerade hin machen. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so, weil wir tatsächlich hier mit 4 Leuten fahren. Und jetzt sind spannende Rennen, weil das ist ziemlich eng. Und man muss tatsächlich sagen, ohne Smart Race verliert man da schnell den Überblick. Aber ich würde sagen, das ist die beste Kompakt-Carrera-Bahn, die ihr so bekommen könnt. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr ändern würdet, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Bis dahin, euer Zitin Burbach. Ciao, tschüss.